Moin liebe Trickster, willkommen zu diesem neuen Video. Heute habe ich für euch eine sehr coole Methode, mit der wir jede Karte aus dem Kartenspiel wiederfinden können, die wir finden wollen. Und kleiner Spoiler an der Stelle, die beiden Joker werden dabei eine ganz besondere Rolle spielen. Aber, eins nach dem anderen, erstmal brauchen wir eine beliebige Karte, um sie wiederzufinden. Deshalb sagen wir arbeiten mit genau dieser Karte hier. Das wäre jetzt die Pik 5. Ich glaube, das können wir uns ganz gut merken. Pik 5, Pik 5, Pik 5. Sagen wir uns jetzt einfach 20 mal in Gedanken und dann passt das schon. In der Magie benutzen wir sehr häufig, wie ich schon angekündigt habe, die beiden Joker. Und mit den Jokern markieren wir dann die Stelle, an der die Karte liegt und fertig. Ich würde das heute gerne etwas anders mit euch machen, und zwar in zwei Schritten. Und Schritt 1 geht dabei so schnell, schaut ganz genau hin, dass ihr nicht den Moment verpasst, in dem es passiert und unsere Karte Plätze tauscht mit unseren Jokern. Und die meisten Zuschauer sind jetzt schon happy, wir haben die Karte ja wiedergefunden. Man könnte den Trick an der Stelle beenden, aber ich finde es immer schöner, wenn wir da tatsächlich noch einen draufsetzen, und zwar alle Karten miteinander versammeln. Und genau das hat hier funktioniert. Die beiden Joker umschließen eine Karte und es handelt sich dabei natürlich um unsere Pik 5. Diesen Kartentrick habe ich euch vor Jahren mal vorgestellt in meinem ganz alten Format Dein Trick, damals bei Staffel 4. Da wurde mir das eingesendet unter dem Namen Transwitch. Ich habe den jetzt neulich so für mich wiederentdeckt und muss sagen, der ist echt cool und macht sehr viel Spaß. Ist auf jeden Fall eher was für die Fortgeschritteneren unter euch, aber die Sache ist, dadurch, dass es über Dein Trick mir eingesendet wurde, weiß ich gar nicht, wer der Original-Creator von diesem Trick ist. Ich kann euch nur sagen, das Ganze beruht auf drei Techniken. Dem Marlow-Tilt von Ed Marlow, dem Cardini-Change von Cardini und dem Herman Pass, der Legende nach Alexander Herrmann, aber wahrscheinlich eher Johann Nepomuk Hofzinser. Das sind so die Creator der Techniken. Ich weiß nicht, wer diese drei Techniken jetzt zu einer Routine zusammengestellt hat. Das kann ich euch nicht sagen. Falls ihr das wisst, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Das Nervige ist, ich habe dieses Video schon aufgenommen, aber Ton hat einfach nicht funktioniert. Mein Mikro war stumm geschaltet. Perfekt. Perfection. Deshalb darf ich das ganze Video jetzt nochmal aufnehmen. Vielleicht kommt es nicht ganz pünktlich. Sorry dafür. Also, Schritt 1. Ich zeige dem Zuschauer, ich werde gleich die Joker benutzen. Dazu suche ich die natürlich raus. Aber ich zeige sie nicht so, wie ich das jetzt gerade intuitiv gemacht habe, sondern ich gewöhne den Zuschauer schon einmal daran, dass ich die so abzähle. Das wird gleich in der Methode wichtig. Ja, das schon mal vorweg. Wenn wir die Joker vorher zeigen, bitte so nacheinander abzählen und die Reihenfolge dadurch tauschen. Okay, so zeigen wir, okay, die Joker brauchen wir gleich. Wir können das Deck jetzt auch noch gerne zum Mischen rausgeben und die Joker wieder oben drauflegen, wenn wir das Deck vom Zuschauer zurückbekommen. Jetzt wählen wir eine Karte aus und möchten diese Karte jetzt zwischen die beiden Joker bringen. Und dazu nutzen wir den Marlow-Tilt. Den Marlow-Tilt habe ich euch in der Infokarte da oben schon erklärt. Ich verlinke alle Videos auch nochmal in der Videobeschreibung. Ich gehe jetzt nicht näher ins Detail. Ihr könntet jetzt zum Beispiel eine Karte auswählen lassen vom Zuschauer. Sagen wir mal, das wäre jetzt hier die Herz 8. Und die könntet ihr jetzt mittels Marlow-Tilt zurück ins Kartenspiel bringen. Und sie befindet sich jetzt schon zwischen den beiden Jokern. Okay? Ich habe gerade in meiner Performance eine leichte Variation davon benutzt. Die kenne ich so von Olli Meanling, denn er macht das so, aus dem Riffle heraus wählen wir eine Karte frei aus und sind jetzt ganz clean in der Vorbereitung zum Marlow-Tilt und können sie jetzt genauso an zweite Stelle bringen und sie befindet sich jetzt zwischen den beiden Jokern. Ja, also das ist die Variation, die ich verwendet habe. Ihr könnt es aber wie gesagt auch einfach mit dem Standard Marlow-Tilt machen, genauso wie ich ihn euch erklärt hatte. Pik 3 in dem Fall beispielsweise kommt zurück ins Kartenspiel, zack, und jetzt befindet sich die Pik 3 an zweiter Stelle. Das ist Schritt 1. Schritt 2, jetzt kommt der Cardini-Change. Und zwar sage ich jetzt, die Joker kommen zum Einsatz und zähle genauso, wie ich euch das gerade gesagt habe, die Joker nacheinander ab und tausche die Reihenfolge. Ja, das heißt, die Zuschauerkarte lag an zweiter Stelle und liegt jetzt an erster Stelle, oben. Dadurch kann ich diese beiden Karten jetzt nämlich umdrehen und der Zuschauer glaubt, es wären die beiden Joker. Okay? An zweiter Stelle liegt jetzt die Pik 3. Jetzt findet der Cardini-Change Einsatz, den habe ich euch in der Infokarte da oben erklärt. Der Cardini-Change ist der einzige Color-Change, der mir jetzt an der Stelle einfällt, der die Karten in genau diese Position bringt, dass jetzt der Joker umgedreht unten unterm Deck landet. Das ist ja die Endposition nach dem Cardini-Change und mir würde da jetzt spontan nichts anderes einfallen, dass wir die Karten genau so auspositionieren. Deshalb nutzen wir an der Stelle einfach den Cardini-Change und der Joker befindet sich unten
und die Zuschauerkarte hier. Wie gesagt, da gehe ich jetzt nicht näher im Detail drauf ein. Ich meine, man könnte die Kartenreihenfolge ein bisschen anpassen und könnte dann bestimmt mit dem Clipshift arbeiten. Wenn man die passend umdreht, könnte man vielleicht auch mit dem Shapeshifter arbeiten. Aber da müssen dann immer andere Zwischenschritte rein für das, was gleich folgt. Und deshalb bin ich persönlich einfach absolut überzeugt davon. An der Stelle, bam, Cardini-Change, super schön visuell und wir sind dann gleich genau in der Position, die wir brauchen. Wir verändern nichts mehr. Jetzt kommt der letzte Schritt. In der Infokarte da oben habe ich ihn euch erklärt, der Herman Pass. Jetzt nutzen wir den Herman Pass als Turnover Pass, lassen den Zuschauer also glauben, wir drehen die Karten einfach nur um, machen jetzt aber unseren Turnover Pass und sind exakt in der Endposition, die wir brauchen. Jetzt sandwichen die Joker nämlich genau die Zuschauerkarte, die Peak 3, okay? Das war jetzt erstmal ein Overview über die Techniken, die wir nutzen und die Methode. Und ich mache jetzt nochmal einen letzten Durchgang mit euch und rede ein bisschen über die Theorie. Ein paar kleine Details, ein paar kleine Subtleties, die meiner Meinung nach wichtig sind, die ich da immer gerne einbaue, die ich mir so überlegt habe. Also, Schritt 1, wie gesagt, das hatte ich euch ja schon gesagt, die beiden Joker zeigen wir so, dass wir sie nacheinander abzählen, um das Auge des Zuschauers schon einmal daran zu konditionieren. Ja, das ist genau die Art und Weise, wie wir zwei Karten zeigen. Ja, das wird gleich wichtig werden. Wir legen die Joker auf den Tisch, können das Deck durchmischen. Die Joker kommen wieder oben drauf. Jetzt wählen wir eine Karte aus. Da gilt nichts Neues als das, was ich euch sowieso immer erkläre. Peak 4, Malotilt, die kommt zurück. Und wichtig, nach dem Malotilt, jetzt würde ich das Deck auf den Tisch legen und einen kleinen Moment Pause einbauen. Das ist ein wichtiger Moment. Die Karte vom Zuschauer kommt zurück ins Kartenspiel. Wenn wir eine Karte nehmen, wir tun sie zurück ins Spiel, aber wir halten das Deck immer noch so, dann ist das ganz verdächtig. Als würden wir da jetzt irgendwas machen, um die Karte zu kontrollieren. Deshalb würde ich euch immer empfehlen, Karte ins Kartenspiel und wenn möglich auf den Tisch legen, einen Moment Pause einbauen. Auch wenn da schon eine Control jetzt passiert ist, hinlegen und so tun, ey, guck mal, ich mach nichts. Das ist ein wichtiger Moment. Okay, die Karte ist wirklich verloren. Jetzt nehme ich das Deck neu in die Hand, um weiterzumachen. Nächstes Kapitel in diesem Effekt. Jetzt, wie gesagt, die beiden Karten nacheinander abzählen. Und was ich wirklich gerne mache, ist, ich zeige die beiden Karten so versetzt und beim Rüberdrehen lenke ich sie wieder gerade. Dass es wirklich so wirkt, als hätte ich jetzt auch so machen können und das hätte mich nicht gestört, weil es wirklich die zwei Joker sind. Ja, einfach ein ganz banales Detail. Ich zeige die Karten so versetzt, aber beim Rüberdrehen ordne ich sie wieder und mache sie wieder bündig. Also ich egalisiere sie. Einfach nur, um zu zeigen, ey, ich hantiere die ganz natürlich, es sind die beiden Joker. Punkt. Jetzt macht ihr den Cardini-Change in eurer liebsten Geste, wie auch immer ihr das machen möchtet. Ja, ich persönlich bin immer Fan hiervon. Ich mache so ein Fensterchen, dadurch sieht man alles. Und in dem Moment mache ich den Change, weil ich zeige euch das nochmal. Ich mache den so gerne, weil ich so möglichst wenig verdecke, aber trotzdem den entscheidenden Moment verdecke. Ja? Jetzt findet der Turnover Pass statt und da zurücklehnen, Freunde. Das war ja ein erstes Finale. Das heißt, der Zuschauer glaubt, okay, Trick ist gelaufen, wir haben die Karte wiedergefunden, tada. Das ist ja schon eine erste Enthüllung, ein erstes Finale. Deshalb an der Stelle, wenn ich das enthüllt habe, zurücklehnen, die Hände vielleicht in den Schoß fallen lassen, natürlich die Karten nicht außerhalb des Sichtfeldes nehmen, aber so ein bisschen in eine entspannte Position gehen. Denn das hilft uns jetzt, wenn wir am Tisch unseren Turnover Pass machen möchten. Ich finde es am Tisch sehr schwierig, einen unsichtbaren Pass zu machen, beziehungsweise einen unsichtbaren Herman Pass von der Technik her. Ja, das sieht man immer. Ups. Ja, man kann es fast gar nicht unsichtbar machen und deshalb arbeite ich hier, indem ich Misdirection anwende. Ich lenke ab mit meiner Körperhaltung. Ich lehne mich zurück, bin entspannt, meine Hände gehen zur Tischkante und das Schöne ist, an der Tischkante sieht man den Turnover Pass weniger, weil hier das Packet, das sich hier unten dreht, ist gut versteckt an der Tischkante, ja? Es sieht wirklich so aus, als hätten wir es jetzt nur umgedreht. Das heißt, es hilft uns, in eine entspannte Position zu gehen und zu sagen, und so einfach findet man eine Karte wieder. Also im Offbeat den Turnover Pass machen, nicht in dem Moment, in dem alle drauf gucken, sondern wenn alle lachen und es entspannt ist und es wirkt so, als wäre der Trick jetzt vorbei. In dem Moment machen wir den Pass und sagen, ey, es ist schon alles gelaufen, aber ich tue jetzt so mit einer magischen Geste oder mit was auch immer, als würde jetzt erst die Magie passieren. Ich fände es noch schöner, wenn die Karten zueinander finden würden. Aufspreaden und das Sandwich-Finale revealen. Die beiden Joker finden unsere Karte. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit diesem Effekt, viel Spaß beim Lernen und Nachmachen und wir sehen uns gleich live auf Twitch. Ich habe diese Woche ja einen Sonderstreaming-Plan. Ich streame jeden Tag jetzt diese Woche, also auch heute. Wir sehen uns gleich. Ich freue mich auf euch. Bis gleich, euer Matti und ciao. Zauber mal was mit einer Erdbeere. Okay, pass auf.